Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Coral Island. Ja, es regnet leider nicht, sonst ist man nie so traurig, dass es nicht regnet, sondern eher glücklich, wenn es so ist. Wir als Farmer natürlich nicht, denn wir müssen alles selber gießen. Ja, hier ist wieder einiges fertig geworden. Ja, machen wir das wieder Reihe für Reihe. Wir haben in der letzten Folge rausgefunden, wo die heißen Quellen sind. Und ja, tatsächlich ist es so wie auch in Stardew Valley. In der heißen Quelle, wenn man mit wenig Energie dorthin geht, ja, füllt sich die Energie wieder auf. Das ist natürlich super, gerade hier für uns im Sommer, wo wir doch so viel zu tun haben mit den Pflanzen. Und wir können uns leider noch nicht anders behelfen. Ja, jetzt verbirgt hier das Ernten meine Sicht auf die Pflanzen. Genau, das werden wir dann heute natürlich einmal machen. Wir werden unsere Energie wieder auf das Minimum bringen hier mit den Pflanzen. Und dann werden wir ja dort einmal baden gehen, damit wir uns wieder regenerieren. Und dann müssen wir mal gucken, was wir dann machen. Ich würde ganz gerne mal tauchen gehen. Weil wir brauchen doch einfach mal ja silbernen Seetang, um zu gucken, dass wir vielleicht mal ein paar Springler herstellen. Das kann ja so nicht weitergehen hier. Also ich möchte zumindest im zweiten Jahr, möchte ich dann schon so weit sein, dass wir Springler haben. Und nicht mehr selber gießen müssen. Wir möchten uns nämlich in Zukunft auch auf ja, Viehzucht konzentrieren können. Also wir wollen alles machen, ja, was das Spiel uns so bietet. Das können wir natürlich nur, wenn uns die Zeit bleibt für sowas. Ja, ich glaube, jetzt haben wir hier alles gegossen. Geht es hier weiter in der Reihe? Und hier können wir auch wieder neue Pflanzen platzieren. Ja. Ich würde sagen, hier unten können wir nochmal gießen. So, und da ist die Gießkanne auch schon leer. So, Heidelbeeren in silberner Qualität. Cool. Freue mich immer, wenn die Qualität steigt. So viel Dünger haben wir leider nicht für die ganzen Felder. Und wir versuchen das so ein bisschen aufzubewahren für, ja, zum Beispiel jetzt momentan gerade Sonnenblumen. Weil die halt gefragt sind im Paket in bronzener Qualität. Ich hoffe, dass wir welche rausbekommen. So, die ist auch nicht gegossen. Konnte ich jetzt schlecht sehen. So, da kriegen wir nochmal Melonen raus. Sehr schön. Und weitere Sternfrüchte. Paprika. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt jetzt noch genug Samen haben für die restlichen Felder hier. Ansonsten müssen wir halt bei Sam nochmal wieder vorbeischauen.
So, hier unten die drei nochmal. Ich glaube, dann haben wir alles. Nee, da ist noch einer. Okay, wir gehen nochmal kurz Kontrolle, ob uns was auffällt hier. Ich glaube, das sieht aber gut aus. Okay, und wir füllen schon mal wieder nach. Gut, Samen. 19 von den Sonnenblumen haben wir. Schauen wir mal, ob das ausreicht. Da wird doch mit Sicherheit eine dabei sein, die Bronze ist. Okay, 1, 2, ja, wir kaufen einfach ein paar mehr Samen. Lohnt sich nicht, das abzuzählen. So, wie sieht es hier aus? Da kann noch eine Melone auf jeden Fall rein. Und ansonsten haben wir eigentlich schon alles. Ja, selbst die Okra-Schote haben wir schon. Da würde ich sagen, verkaufen wir den Rest. Ja, Melone verkaufen wir auch das erste Mal. Sternfrüchte kriegen wir auch gut was für. Und wir haben etliche Blumen noch zu verkaufen. Ja, die würde ich noch gerne verkaufen, wegen der Qualität, damit wir auch wissen, was wir dafür kriegen. Schön, dass das hier angezeigt wird. Sowas hätte ich mir in Stardew Valley auch ganz gerne gewünscht. Dass man da direkt einfach die Unterschiede mal sieht von den unterschiedlichen Qualitäten, was das Geld angeht. Achso, es ist Sonntag. Ich glaube, wir kriegen gar keine neuen Samen. Ich hoffe, das war nicht zu viel Mühe. Ich nehme es an. Vielen Dank. Das Gras sieht irgendwie schlimm aus, nicht wahr? Das Grundstück neben meinem Haus sieht ganz trocken aus. So gelb. Armes Ding. Ich gehe im Sommer nicht an den Strand. Die Hitze macht mir nämlich sehr zu schaffen. Mir ist der Strand im Winter lieber, um ehrlich zu sein. Dicke Jacke und eisiger Wind. Die beste Kombi. Okay, gucken wir nochmal. Öffnungszeiten müssten da ja stehen. Ich danke dir. Das ist sehr freundlich. Es ist ein viel zu schöner Tag, um drin zu bleiben, nicht wahr? Ah, man sollte meinen, für uns wäre es einfacher, die Lebensmittel zu bekommen, die wir brauchen, weil wir ja in einem Gemischtwarenladen ja, wohnen und besitzen. Es stimmt schon, es ist einfacher für uns, für die Allgemeinheit, aber immerhin sind wir auf örtliche Gärtner wie dich angewiesen. So, okay, er hat sonntags auf. Um 12, super. Dann können wir schon rein, ansonsten hätten wir wilde Samen genommen. Was machen wir denn da oben? Und dann sagte er, wo ist die andere Socke? Ich nehme an, der Witz ist aus. Ich folge nicht ganz. Sam, Sam, Sam. Hör genau zu, ja? Und dann sagte er, wo ist die andere Socke? Wo ist die andere Socke, Sam? Das ist die Pointe. Oh, ich verstehe. Danke, dass du mich auf die Pointe hingewiesen hast, Ben. Witze brauchen oft solche Erklärungen. Das war sehr lustig. Du nimmst mich auf den Arm, nicht wahr? Klassisch, Sam. Du findest ihn gar nicht lustig. Nun, man muss wohl dabei gewesen sein. Ja, komm doch mit, wenn ich das nächste Mal zur Bucht fahre. Oh nein, nein, das ist eine schlechte Idee. Es tut mir leid, Ben, du hast recht. Ich denke nicht, dass der Witz lustig war. Was macht sie da hinten eigentlich? Ich glaube nicht einmal, dass das überhaupt eine Pointe war. Das hat keinen Sinn gemacht. Was? Wie meinst du das? Das war definitiv eine Pointe. Willst du ihn nochmal hören? Ich glaube, du hast den Witz nicht verstanden. Nein, nein, danke. Bitte, ich muss mich um meinen Laden kümmern. Schon gut, schon gut. Dich bekomme ich nicht mehr, Sammy. Ich werde jemanden anderen den Witz erzählen und der wird auch lachen. Pass nur auf. Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt gerade ins Spiel. Oi, Thomas. Ja? Willst du einen Witz hören? Können wir schon wieder verschenken, weil Sonntag ist? Nee, können wir wohl nicht. Okay, ja, dann kaufen wir erstmal ein paar Samen. Einkaufen. Und es ist Sonntag, wir können unser Werkzeug leider nicht abholen.
Schade. Wächst in 5 Tagen. Ja, können wir auf jeden Fall mal besorgen. Machen wir einfach mal 20 draus. Frühjahr und Sommer können wir auf jeden Fall auch schon mal aufbewahren. Gardenia-Samen, ja, holen wir uns auch mal 20. Einfach damit wir welche da haben. Sonnenblumen. Ja, produziert alle 4 Tage. Die holen wir dann vielleicht ja, zum Sommeranfang wieder. Würde ich sagen. Oder wir gucken mal. Ja, wenn wir normale Sprenkler haben, sind es 8 Felder drumherum. Und ich würde mal so 2 machen wollen. Also holen wir uns davon schon mal 16. Vom Mais im Sommer pflanzen. Wächst in 12 Tagen und produziert alle 4 Tage. Ja, machen wir auch dann 16 von. Oh. Oh. Okay, oder 32. Vielleicht machen wir von denen jeweils 32 schon mal. Das kann man eigentlich machen. So, Heidelbeeren auf. Und da kommen wir auch schon wieder ans Limit, was unser Geld angeht. Müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel kaufen. Jetzt ist es schon fast zu spät, aber ja, Paprika fehlt dann halt nochmal. Ja, ich will halt vorbereitet sein für das zweite Jahr im Sommer. Ob wir das Geld jetzt ausgeben oder später. Ja gut, jetzt fehlt uns das natürlich für andere Sachen dann. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht verkehrt. So, Cosmo verschenken. Ah, danke Thomas, du bist so süß. Ich weiß deine harte Arbeit zu schätzen, Thomas, aber willst du einen Rat? Du kannst trotzdem auf dein Erscheinungsbild achten. Ah, naja. Ich bin dafür gerade echt nicht in Stimmung, Thomas. So, wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück und die restlichen Samen ausbringen. Können wir hier noch was verschenken? Ne, haben wir schon. Ja, Sonntag. Der 14. ist gerade mal. Das braucht er noch am längsten, die Sonnenblumen. Da würde ich halt, ja, weitere Sonnenblumen einfach mal pflanzen. Ist auch nicht verkehrt. Wir brauchen noch viele, um ja, die Beziehungen zu erhöhen zu den Dorfbewohnern. Kann man gut aufwenden. Okay. Ein Marienkäfer kann hier noch mit rein. Das passt hier. Und ja, wie gesagt, Sonntag, da können wir leider unser Werkzeug nicht abholen. Zur heißen Quelle kommen wir auch nicht. Müssen wir also laufen. Schauen wir mal, welcher der schnellste Weg dorthin ist. Ich glaube, wenn wir hier hochlaufen, müssen wir doch eigentlich direkt darauf zulaufen. Ja. Wer seid ihr denn? Ach, den Doktor. Den haben wir schon auch lange nicht mehr gesehen. Tut mir leid, aber das werde ich wieder loswerden müssen. Pollenallergie. Das Risiko kann ich nicht eingehen. Schade. Sind Sie sicher, Thomas? Es ist ein sehr geschickter Florist. Ich bin wegen eines Bouquets hergekommen. Heiße Sommertage verlebt man am besten damit, frisch geerntete Melonen zu essen. Meine Neffen Soria und Millie lieben sie auch. Die Sonne hämmert heute so richtig vom Himmel. Wie soll ich bei diesen Bedingungen bloß arbeiten? Die Luftfeuchtigkeit ist nichts für meine Frisur. Deine sitzt aber gut. Wie ist das? Welches Shampoo benutzt du? Ja, gucken wir mal, dass wir hier in die heiße Quelle gehen. Wunderbar. Und wenn wir uns jetzt hier kurz ausruhen, ja, dauert natürlich jetzt eine Zeit, bis das wieder hochgeht. Und dadurch, dass wir schon echt weit unten waren, müssen wir mal gucken,
ob sich das überhaupt lohnt und rechnet. Ich glaube fast nicht, Leute. Das ist schon sehr, sehr, sehr langsam. Schade. Gut, dann würde ich trotzdem mal tauchen gehen. Mit der restlichen Energie, die uns bleibt. Okay, dann suchen wir uns nochmal die Schnellreise. Ah, nehmen wir mit. Weißer Hibiskus. Finden wir auch noch einen Rittersporn. Ja, die Farmhändler hier haben wir auch noch gar nicht inspiziert, was so Tiere kosten und so ein Kram. Wissen wir noch gar nicht. So, Tauchenpier. Bitteschön. Sind Sie sicher? Dankeschön. Am Meer, was für ein majestätischer Anblick. Du dachtest, ich würde das mögen? Ha, nein, ich scherze nur, es ist perfekt. Der Grundbestandteil von meinem Insektenschutzmittel ist Zitronengras. Dadurch riecht es sehr stark. Ich hasse es nicht, es ist nur völlig umsonst, wenn man Parfüm verwendet. Es wird sowieso übertüncht. Oh, ich mache lieber ein paar Kuchen mit Jackfruchtfüllung, mit frischen Früchten zum Abendessen. Jetzt ist die Saison dafür. Meine Güte, das klingt so lecker. Ja, verschenken wir auch. Bitteschön. Naja, sieh dir das an. Ich danke dir. Pizza kann man zu jeder Jahreszeit essen. Eine kühle Winternacht gut. Heißer Sommertag, so wie heute, sehr gut. Hier gibt es fix viele Moskitos. Ich glaube, die Hitze macht sie noch aggressiver. Durch sie habe ich auch einen Heißhunger auf Fruchttorte. Durch die Hitze nicht den Moskitos. Thomas, du hast so viel Zeit draußen verbracht, dass du selbst für eine Tomate geworden bist. Sunny blickt auf das Wasser hinaus. Warum sollte man Tomaten anbauen, wenn man selbst zu einer werden kann? Gut, Leute, gucken wir nochmal, dass wir ein bisschen tauchen gehen. Eine, ja, Tomate. Da kommen wir irgendwie auch nicht weiter. Also ich weiß auch nicht. Das ändert sich immer, was da verlangt wird. Finde ich ziemlich schwierig, darauf vorbereitet zu sein. Ich meine, was soll man mitnehmen? Damit das vielleicht mal passt. Ja, ein bisschen Schrott entfernen. Seeigel fangen. Ich glaube, den Schrott hier können wir auch noch mal wegmachen. So, 170 Energie haben wir noch. Ja, damit kommen wir, glaube ich, längere Zeit aus. Keine Sorge, wir wollen dich gar nicht fangen. Den können wir aber mal mitnehmen. So, ich weiß gar nicht, ob wir hier noch abbauen müssen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich dafür sorgen, dass der Weg dort frei wird bei dem Tier. Das ist natürlich super. Hier oben ist auch noch ganz viel Müll. Geringe Ausdauer. Ja, dann gehen wir mal wieder nach unten. Können natürlich den Anker hier auch nochmal verschieben, aber ich würde schon ganz gerne da unten bleiben.
damit wir auf einen Blick sehen, ja, was hier benötigt wird bei der Schildkröte. So, wenn wir jetzt wieder runtergehen, bleibt das dann bei einer Tomate? Ja. Okay, man könnte dann eigentlich hier mal hergehen, am Anfang des Tages gucken. Aber dann bräuchten wir eigentlich auch wieder hier bronzene Gemüse und sowas. Müssen wir uns aufbewahren und nicht verkaufen. Schwarzer Seeigel. Eine Kugel mit scharfen Stacheln, die man auf dem Meeresboden findet. Wir uns jetzt kurz am Strand nur nochmal um. Ja, da können wir auch ruhig nochmal die Palmen schütteln. Da kommen dann Kokosnüsse runter, die wir super verkaufen können. 35 Dollar gibt es hier für eine Kokosnuss. Okay, hier gibt es nichts mehr. Da ist noch welche. Okay, wenn wir dann über den Weg zurückgehen, dann checken wir auch da die Palmen nochmal ab. Ja, Tiere lassen wir. Mülltonnen lassen wir jetzt auch. Zeit ist ein bisschen kurz. Aber ja, hier sieht es so aus, als wenn da noch keine wieder gewachsen sind. Okay, es ist auch schon wieder sehr spät. Wenn wir mal nach Hause gehen. Warum kommen wir hier nicht rüber jetzt? So, schwarzer Seeigel, das passt ja. Dann haben wir hier 5 von. Das kann mit rein. Fasern haben wir hier vorne drin. Bronzenen Seetang haben wir 125 schon. Wow. Ja, und wir haben wieder ein bisschen was zu verkaufen, natürlich. Schrott können wir auch einmal verkaufen. Gucken wir, was es dafür gibt. Das Seepferdchen. Haben wir schon irgendwo Seepferdchen? Sieht nicht so aus. Vielleicht haben wir das auch noch gar nicht abgegeben. Müssen wir mal am nächsten Tag checken. So, Müll kommt hier noch rein. Und ja, den verkaufen wir natürlich auch noch. Geoden haben wir dann wieder zum Aufbrechen und einige Pflanzen zum Verschenken. Und ja, es ist 0 Uhr. Das heißt, wir müssen ab in die Falle. So, und die Beziehung hat sich auch wieder zu einigen erhöht hier. Sehr schön. Und ja, das kann sich sehen lassen. Fast 4000 haben wir wieder gemacht, obwohl wir so viel Geld ausgegeben haben. Sehr schön. Futtersuche, ja, hat auch ein bisschen was gebracht. Ist jetzt nicht so viel, aber warum vergeuden, wenn wir es nicht mitnehmen können? Schrott kriegen wir nur für 3 Dollar. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Also, bis dahin.